So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Doom. Du hast richtig eingeschaltet. Wir sind auf dem Weg zur Helix-Rune. War doch Helix-Rune, ne, oder? Oh Gott, das wird so böse. Ich dachte, das Sicherheitsfeld ist weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das... Nee. Wir haben alles voll. Wir haben Munition voll, Kettensäge voll... BFG haben wir voll, ich bin voll, wir sind alle voll, UPIA, Schweinebacke, jetzt geht's gleich los. Ich jucke mir nochmal eben den Kopf und dann drücken wir aufs Panel und jetzt geht's zur Sache, denke ich mal. Was? Spielende. Der Schmelztiegel. Danach hat sie gesucht. Vega, hast du den Ort? Ja, er befindet sich in einer unbekannten Region im Reich des Titanen. Aber für ein Portal muss ein weiterer Argent-Akkumulator bersten. Der einzige Akkumulator in diesem Sektor befindet sich in Exemplar CD587. Du musst ihn entfernen. Sobald du den Akkumulator entfernt hast, wird er instabil. Dadurch sollte ein Riss entstehen, der dich in ihre Welt bringen kann. Mit dem Kettensystem, das ich in deinem Anzug hochgeladen habe, können wir deinen Ankunftsort bestimmen. Du musst den Schmelztiegel bergen. Ohne ihn können wir den Brunnen nicht versiegeln, um das Höllenportal hier auf dem Mars zu schließen. Okay. Ja, war klar. Na, das war ja so klar. Yeah! Na komm her, Höllenbrut. Granaten werfen, ja, danke für den Tipp. Geh weg. Lass das. Hier, Granate für dich. Ciao. So. Da spawnt noch jemand. Weg mit dir. Bam! Lauf doch nicht weg. Ich hab was für dich. Eine Granate. Kommt gleich. Muss noch nachladen. Geh weg. Lass das. Lass das. Ich hab gesagt, lass das. Aua, hinter mir ist jemand. Hinter mir ist jemand. Nein, nein, nein. Ich werde so sterben. Ach, Gisela ist auch da. Gisela ist auch wieder am Start. Jawohl. Bam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da komme ich nicht hoch. Hilfe. Hier, Gisela, ess auf. Wo kommst du denn her? Huch. Ich bin's, dein Optiker. Du hast den grauen Star, hab ich gesagt. Wo ist denn die Treppe? Ah, hier. Geh weg, lass das. So. Drr, drr. Doom! Yeah. Huhaha. Alter. Wow. Wie weit bist du mit der Story? Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht sagen, weiß ich gar nicht. Kann ich das irgendwo nachsehen? Ich bin mir da nicht so sicher, wie weit ich bin mit der Story. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher noch keinen großen Bosskampf gehabt. Vielleicht kommt da noch... Entschuldigung, ich muss kurz heimlich aufstoßen. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ich vergesse das mal mit den Granaten werfen. Wie weit sind wir denn generell jetzt mit den... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Waren wir da oben? Ach, guck mal, da oben ist irgendwas. Da müssen wir doch nochmal zurück. Warte mal, warte mal, warte mal. Da oben ist so ein... Kommen wir irgendwie wieder zurück? Hier soll irgendwo eine Figur sein. Ist hier irgendwo ein Bonusraum? Warte mal, hier war was mit R3... Ah, ah, wie geil. Yeah. Cool.
Brille Vielmann Move. Genau, Brille Vielmann. So. Cool, haben wir den auch gefunden. Ich wollte doch trotzdem nochmal wegen die Runen schauen. Hey, Munitionsboot. Munitionsboost haben wir auch schon verbessert. Guck mal einer an. So. Erhöht die Menge der Munition, die du bei den Dämonen und Gegenständen findest. Was können wir denn sonst noch machen? Was haben wir denn hier noch? Gute Ausrüstung sind wir gerade dabei. Glowkills werden schneller ausgeführt. Töte 30 Dämonen, während du in der Luft bist. Bewegung im Flug. Das können wir machen. Töte 30 Dämonen, während du in der Luft bist. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. So, ich könnte ein bisschen Rüstung gut gebrauchen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie weit ich bin. Ich bin da sehr gespannt. Hier, Sauggranate. Das gibt's doch nicht. Wieso? Boah, wie ich den hasse. Wie ich den einfach hasse, diesen Typen. Mit seinem scheiß Wichsschild. Geht einfach sterben. So, bam, weg mit dir. So. Oh Gott. Ah, guck mal einen an. Oh mein Gott, wo kommen wir denn jetzt hin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Das ist eine Kapelle. Und so ging ich in Richtung Kapelle. Kommt gleich der Priester von Outlast oder irre ich mich da? Warte mal eben. Brüder und Schwester, ich bringe euch den Tod. Mhm. Gibt's hier... Okay, gibt's hier einen Bonusraum oder irgendwie sowas? Oder haben wir da oben eigentlich alles? Ah, Mist, da oben haben wir Leben gehabt. Hätten wir sammeln können, sehe ich gerade, da oben. Ansonsten haben wir auch schon das Auge Saurons, haben wir auch schon gefunden. Argent Zelle. Runenprüfung gibt es hier sogar zwei Stück. Wir haben noch keine einzige gefunden. Ich hoffe, dass wir Runenprüfung noch finden werden. Aber ich denke mal, bei dem großen Level vermute ich mal, dass wir da noch unterwegs was finden. Das sind Leute, die immer auf bei Zalando Schuhe bestellen und dann darauf warten, wenn sie nicht kommen. So. Okay. Das sieht hier sehr lecker aus. Ich möchte das nur mal anmerken. Luke öffnen. Den Luke Skywalker öffnen. Nein, warte, ich wollte da runter. Nein! Nein! Ah, ich komme da trotzdem noch runter, oder wie? Ah, Geheimnis gewonnen. Ah, cool. Wie gut. Boah, Gott sei Dank. Ist diese Woche nicht freies Wochenende von... Was ist dieses Wochenende nicht freie Beta von Paragon? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Paragon interessiert mich ja sowieso nicht. Ist nicht mein Spiel. kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ist das hier vielleicht ein Opferraum? Ein Opfer... Und so fuhre ich nach oben empor. Main Entrance Assets, okay. Okay, zurück kommen wir anscheinend nicht mehr, oder? Aufzug rufen. Achso, das wäre...
Ah doch, zurück kommen wir nochmal, falls wir nochmal zurück müssen. Uah, Hilfe! Da ist doch ein Secret, oder? Ah, ich höre schon wieder Kollegen. Die Kollegatabs. Jungs, es wird Zeit für euch in die Hölle zu fahren. Ja, für dich auch, Freunde. Hallo, mein Freund. Yeah. Zeit für dich zu sterben. Heute ist ein guter Tag zum Sterben, auch für dich. Ja. Bam. Ah, Tod von oben zählen auch die Glory Kills. Ah, das ist schon mal super. Dann mache ich die doch. So, hier geht's nicht lang. Mhm, sind überall Server und irgendwelche Computer am Stehen. Oh mein Gott, da ist schon die nächste Arena. Arena. Weg mit dir. Yeah, Survival. Was war das denn? Ach, Rüstung. Ach, nimmt dann. Achso, wir sind voll. 100 Rüstung haben wir schon. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Gefühl, es wird immer blutiger hier. Alter, was ist das denn? Uah. Okay. Dann gucken wir mal. Boah, 20 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Bereit für Aktivierung. Bereit für Aktivierung. Diese Höllenwelle wird das Schicksal der Menschheit verändern. Und heute leisten wir unseren Beitrag. Sie sind unsere Erlösung. Ich habe dich genau darum aus dem Grab im Kaginja Heiligtum geholt. Ich wusste, sie ist schwach. Und unsere Arbeit birgt gewisse Risiken. Ich habe dich befreit, um diese Risiken zu minimieren. Ich wusste, dass du der Einzige bist, der sie im Zweifel aufhalten kann. Ja, natürlich werde ich sie aufhalten. Vor allem, was heißt hier im Zweifel? Mhm. Ist ja interessant. Zwei Türen. Aber guck mal, das sieht auch so aus wie bei Outlast. Hier wie diese Schleusen. Na, haben die vielleicht doch abgeguckt? Hallo Jungs! Was? Wer? Wo? Wer schießt denn da? Ach, da hinten! So! Bam! Weg mit dir! Auch du gehst nach Hause zur Mama! Und du auch! Und du auch! Riech mal meinen Fuß. Käsefuß. Käsefuß, Käsefuß. Passt auch gut zu Fisch. Käsefuß, Käsefuß. Kommt morgen auf den Tisch. Ja, ist doch gut. Was ist denn hier wieder für eine Demo? Ich feiere mit euch gleich mal eine ich wollte gerade sagen, Arschhaaren-Demo. Das klingt ein bisschen, weiß nicht, pervers. So. Beruhig dich doch mal, mein Freund. Beinbrecher-Party. Ich schau trotzdem nochmal mich hier oben um, bevor ich jetzt runtergehe. Die können von mir aus da ihre Demo feiern, aber ich möchte mich gerne umsehen, ob hier irgendwas... Möchte nichts übersehen. Okay. Hier war auch nichts mehr, ne? Ja, well. Was eigentlich, wenn ich hier oben stehe und die erledige, zählt das auch zum Tod von oben? Ja! Ja! Yeah, so! Ach, guck mal, hier gibt's Munition. Sehr schön. Wunderbar. Na, Höllenbrot. Nein, das war...
Aber jetzt zählt er. 17 von 30 haben wir schon, sehr schön. Und auch die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die wir sammeln. Wir sammeln so langsam alles für unsere Runen. Ich denke mal, dass wir die später brauchen werden. So, ich glaube, hier geht's weiter. Hier war ja nichts mehr, ne? Zugang verweigert. Sie benötigen eine rote Schlüsselkarte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da jetzt runter oder was? Will ich aber noch nicht. Geh erstmal hier lang. Ja, war ja klar. War ja so... Natürlich. War ja sowas von klar. Warum denn nicht? Ich bin hier geschützt. Oh nein, das sind diese fliegenden Scheißhaufen, die ich überhaupt nicht mag. Was passiert, wenn ich mich hier reinstelle? Gar nichts. Okay. So. Was sieht aus, ob der Flex Amok läuft im Altenheim mit Nahkampfattacken? Nicht ernst nehmen, nee. Warum denn? Also wer meine Sprüche ernst nimmt, ne, also der ist hier definitiv fehl am Platz. Also ganz ehrlich. Ja, Höllenbrot, ich komme gleich. Ich bin gleich soweit. So, warte mal. Ich glaube, jetzt gibt es gleich richtig Action. Ich glaube, wir werden mal auf die Chain Gun und das Plasmagewehr wechseln. Hallo, Freunde! Da bin ich wieder! Yeah! Yeah! Hallo, Revenant! Ich stehe falsch. Ich sollte in Bewegung bleiben. Ich sollte definitiv in Bewegung bleiben. Bam! Yeah! Du hast was im Gesicht, es war Schmerz. Ich glaube, du brauchst ein neues Rückgrat. Es ist gut, immer so einen Fußabtreter zu haben. Was sind ihm denn da oben? Willst du mich verarschen? Ja, ist doch gut. Bleib mal locker. Frau. Bleib mal ganz easy. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Uah. Weg mit dir. Aus dem Bild, habe ich dir gesagt. So. Dir fehlt ein Kopf. Habt ihr das schon mal gesagt? So, guck mal hier. Ich wollte mal gucken, welche Schuhgröße ich habe. Was sagst du dazu? Hä? Groß genug für deinen Kopf? So. Ja, 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 lass mich mal raus hier. Doom. Yeah, finish him. Finish him. Whee. Bam, aus dem Bild. Ich hab gesagt, aus dem Bild mit dir. Deine Mama hat angerufen. Die hat gesagt, du bist hässlich. Die brauchen einen ganzen Ozean, um dich zu sehen. So, und ciao, mit V. Geh doch einfach mal sterben. Guck mal hier. So, einfach mal aus dem Bild gedreht. Ah, guck mal hier, hast, yeah. Bam. So. Oh, oh. Jetzt gibt's richtig Party. It's Party Time. Bitches. Wuhu. War's das? Nein, ich höre noch jemanden laufen. Auch ein bisschen. Uah, huch. Hey, gepanzerter. Was? Gepanzerte Offensiven. Abgeschlossen, okay. Da oben ist noch Vierfachschaden, sehe ich gerade. Ach, guck mal, Gisela ist noch da. Warte mal, ich schau mal eben wegen der Rune. Alter, was eine Action hier.
So. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch eine... Was müssen wir denn da machen? Töte 50 Dämonen während du einen Geschwindigkeitsboost. Ja, das können wir machen. Und, bringe 100 Dämonen, was? Ins Straucheln. Okay, kriegen wir hin. Gisela! Gisela, Schitzelein! Lass das, Gisela, lass das! Ciao! So, nochmal eben ein bisschen Leben und Schild nehmen. Ich glaube, Gisela ist das Letzte. Das war's. Sehr schön. Massaker! Einfach nur krank, aber das ist Doom, ja. Doom! So. Alter, 25 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Willkommen zum Live-Let's Play von Doom. Herzlich willkommen zur Let's Play Live-Show. Und auch an dich auf YouTube. Schön, dass du eingeschaltet hast. So. Guck mal, da unten ist... Achso, davon da sind wir hergekommen. Ich schaue mal, dass ich hier ein bisschen was einsammle, wenn es noch geht. Wenn wir nicht schon alles voll haben. So, da ist ein Raketenwerfer. Ja, ich bleibe mal bei Raketenwerfer und Sturmgewehr. Kettensäge aber jetzt mittlerweile schon 5 Points. So, jetzt müssen wir da lang. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Alter Schwede, hua. Reißt den Archon-Akkumulator raus, der den Cyberdämon mit Energie versorgt. Durch die Destabilisierung des Kerns entsteht ein Riss, der dich zurück in die Hölle bringt. Sobald du den Schmelztiegel hast, holen wir dich zurück. Sieht das... Sieht easy aus oder wirkt das nur so? Was, guten Hunger? Gisela will was? Was? Fifi? Zurückkam? Achso, Fifi, sieht easy aus oder wirkt das nur so? Ja gut, ich sag mal, wenn man relativ in Bewegung bleibt bei dem Spiel, geht's eigentlich einigermaßen. Ist jetzt auf normal, also ich spiele das auf normalen Schwierigkeitsgrad. So, aber... das Tor sieht verdammt groß aus. Ich möchte das nur mal kurz anmerken. Aber ich sag mal, es kann aber auch sehr frustrierend sein, das Spiel. Oh Gott. Nein, nein, was bist du denn? Hallo, mein Freund, na? Hat deine Mama dir nicht gesagt, man soll anklopfen? Ach du Scheiße, okay, herzlich willkommen zum ersten Bosskampf. Boah, bist du hässlich. Hat dir schon mal einer gesagt? Oh, oh. Ach du heiliger Strohsack. Was? Oh Gott, ich bin gar nicht drauf vorbereitet. Was? Warte mal. Du kleiner Penner, geh weg, lass das. Das ist unfair mit den Granaten, weißt du das? Warte mal, wo ist denn die... Alter. Boah, was? Boah. Okay, du willst ja nicht anders. Du willst es ja nicht anders. Du kleiner Penner. Yeah. Es wird Zeit für dich, nach Hause zu fahren. Du bist hässlich. Ich hab's dir gesagt. Was? Ich hab nichts gesagt gegen deine Mama. Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Nein. Hab ich. Ich hab nichts gesagt. Was? Alter, hua. Boah, ist das gemein. Alter, was? Hua. Survival! Warte mal, hab ich überhaupt noch... Nein, ich hab nichts mehr für die... Nein!
Oh, oh, das wird böse. Oh, das wird echt böse. Das wird böse, glaube ich. Wow. Alter Schwede. Alter Schwede, das wird böse. Das wird sehr böse. Nein, das wird böse. Uah. Oh mein Gott, fuck. Alter. Alter Schwede. Boah. Ich habe nichts gegen seine Mama gesagt. Ihr könnt es bestätigen. Lazarus-Labore, da sind wir doch gar nicht. Also konnte man sehen, sind wir trotzdem schon in der, irgendwie in der Hölle. Weil irgendwie hat die Umgebung sich jetzt geändert und wir sind irgendwie in der Hölle gekommen, obwohl es eigentlich derselbe Raum war. Sah zumindest damit aus. Willkommen in der Hölle. So, muss ganz kurz aufhören. Euch noch einen schönen Abend. Ja, mach's gut. Dennis, viel Spaß. Ciao, ciao. Bei dem, was du tust. Der war gemein. Alter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn er am Anfang so leicht zu besiegen gewesen wäre. Wo ist er hin? Nein, hör auf damit. Hör auf. Lass das. Nein, ich will die Waffe wechseln. Boah, ich habe wenig Leben. Boah, komm. Alter, der ist aber mies, ey. Boah, puh. Schlafen und WE wieder arbeiten. Oh, okay. Ja, dann mach nicht so viel auf Arbeit. Wünsch dir viel Spaß. Oh Mann. Alter Schwede. Ultra mega krasser Endkampf. Okay, dass er jetzt, glaube ich, nicht so leicht wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dass er, ja gut, direkt umgefallen ist vorhin. Okay, hätte ich mir mal die Waffe gespart, hätte ich das gewusst. Ja, du kleiner Knilch, es wird Zeit für dich zu sterben. Ich schieße auch Raketen. Ja, guck mal. Warte mal, vielleicht sollte ich doch mal eben... Oh, überhitzt. Oh! Höh! Warte mal, was haben wir denn noch hier? Ich glaube, er wird sauer. Ja, natürlich. Jetzt schießt er, natürlich. Jetzt schießt er, natürlich. Willst du mich verarschen? Geh sterben. Zurück in der Hölle mit dir. Du kleiner Knilch. Nein, der ist gleich down. Ich bin nicht auch gleich tot. Yeah. Na. Ich glaube, dir fehlt ein Stück. Hurra, Alter. Oh, Monster, Cyber Demon. Codex-Eintrag. Der Cyber Demon gilt als der größte Erfolg der Forschung von Agent Organic-Verbindung und ist das Flaggschiff des Lazarus-Projektes. Aha, dann wissen wir das jetzt auch. Alter, hurra, hurra. Schön. Einmal Munition für die Waffe. Für die BFG. Na, ganz toll. Hätte ich mir mal die BFG gespart. Nächstes Mal spare ich mir die. Ah, wie cool das hier einfach aussieht. Alter Schwede. Boah, krass.
Aber hat jetzt lange gedauert, bis wir den Boss hatten. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Das war jetzt so der erste, einer der ersten Bosse, ne? Yeah! So, das war's. Kampf Lazarus. Sehr schön. Wahnsinn, cool. Boah, geil. Und mit diesem Endkampf möchte ich mich verabschieden für eine weitere Folge auf YouTube und würde sagen, wir sehen uns wieder demnächst. Ja, hier. Mach's gut. Ciao.